Hallo und willkommen zurück zu Zugturnier. Natürlich mit Andi. So, wir wollen jetzt so ein Schiffchen bauen. Mal gucken, ob es in die Hose geht. Beziehungsweise Andi baut's. Ich baue gar nichts. Doch, du kannst da starten am Drucker. Krawumms. Okay, ich gehe mal die Generatoren einschalten. Ich gehe in Deckung. Warten wir noch nächste Woche drauf. Da geht es dann schon schneller. Einen Forschi haben wir nicht mehr, ne? Nö. Okay, super. Aber ich kann mal gucken, ob ich Ach, den finde. Ist ja okay. Ist ja vollkommen in Ordnung. Andi und der Generator-Moped. Gleich fertig, das Ding. Mhm. Dann kannst du es auf unseren zukünftigen Weltraumflugplatz platzieren. Ich glaube nicht, dass das eingepackt rauskommt. Ich glaube, das ist fertig. Aber früher braucht es eine Fahrzeugstation dafür. Und ausgetauscht gegen Drucker. Boah, ist trotzdem langsam, obwohl wir so viele Generatoren da dran haben. Sag mir nicht, die haben eine Stromflussrichtung und deswegen ist da der Pfeil drauf. Da müssen wir alles umstellen. Hä? Wieso sind die in... Oh nein. Ah. Irgendwie ist ein Reaktor, ist ein Generator die ganze Zeit gelaufen und hat uns 16 Kohlenstoff komplett weggerollt. Was? Ja, ist alles weg. Die ganzen Kohlenstoffplattformen sind alle leer. Okay, das Shuttle ist in der Kiste, in einer etwas größeren Kiste. Da steht doch eine Plattform mit Kohlenstoff. Oh, ja, aber die zwei, die da drauf sind, waren vorhin voll. So, ja, dann hau mal rein, dann stell das mal auf den Bahnhof. Es landet und startet immer wieder da, wo du stehen hast, soweit ich weiß. Ganz schön stark, die Frau. Ups. Ja, so finde ich auch gut. Packen Sie aus. Es ist Geschenkezeit. Ah, ich bin weg. Okay, da kannst du den Sauerstoffmacher dran deichseln. Und das war's. Und unten die Triebwerke. Oder du verzichtest auf den Sauerstoffmacher. Machst einen Sitz rein. Nix für uns. Ach, guck mal. Aber am Schrottplatz. Stelle wieder dahin, wo du stehst. Bitte? Stelle wieder dahin, wo du stehst. Ich bring's auf den Schrottplatz, können wir nichts mit anfangen. Können wir nicht beide mitfliegen? Geht nicht. Was wird stehen? Na gut. Jetzt müssen wir ein größeres bauen. Jetzt wird's kritisch. Wenn du hier sagst, hast Bau. Ja, nun, woher soll ich das denn? Kleine Shuttle. Wir brauchen eine mittlere Shuttle. Aluminiumlegierung. Die macht man in der Chemiefabrik. Unterkunft, große Lagerung, mittel, kleine Shuttle, Unterkunft. Großer Lagerring, mittlere Shuttle. Der gerät falsch. Der kann auf dem Schrottplatz. Chemielabor, dafür brauchen wir Wolfram. Wolfram? Wolfram. Wie kommt man von einem anderen Planeten wieder nach hier? Wieder zurückfliegen. Und was ist mit demselben Teil? Ja, ja, klar. Du musst nur was andere. Was braucht man dafür? Feststoffdüsen oder Hydrazindüsen oder sowas. Ja, genau, die bin ich auch am Suchen. Die habe ich doch gelernt. Ja, ich weiß, aber irgendwo... Ah, hier, Hydrazinschubdüse, Stahl und Wolfram. Das hilft schon mal nicht. Aluminium und Ammonium. Dann kannst du Feststoffschubdüsen bauen. Ammonium. Ammonium und Aluminium. Hallo, haben wir. Aluminium habe ich schon mal zwei Stück am Mann. Ammonium hatten wir doch irgendwo. Ja, ja, richtig. Das ist doch hier. Ammonium 1 und 2. Wir haben nur 3. Okay.
Und dann hier Feststoffschubdüsen. Ja, dann was braucht man dafür? Eine für hin und eine zurück, mindestens. Besser noch eine dritte mit dem, sonst sitzt du fest wie ich damals. Mhm. Und eine Lagerplattform, ne? Die kriegst du ja nicht ins Schiff. Sicher? Ja, du musst ja den Sauerstoffmacher mitnehmen. Hast du gesehen, wie viele Lagerplätze du da hast? Du musst ja einen Sauerstoffmacher mitnehmen. Und das war's dann auch. Und Schubdüse, mehr ist nicht. Und dein Rucksack. Deswegen eine Also geht nur im Rucksack. Genau, deswegen müssen die Schubdüsen ja verpackt bleiben, damit du die im Rucksack mitnehmen kannst. Also, wenn man was findet, kannst du das auch nur im Rucksack mitnehmen. Bei dem Schiff, deswegen wollen wir ja das andere bauen. Jetzt müssen wir gucken, wie wir... hier ist es schon ausgesucht. Keramik haben wir, wir müssen Aluminiumlegierung machen. Und für die Aluminiumlegierung, so, super, Schubdüsen sind fertig, brauchen wir wohl das Chemielabor. Also brauchen wir Wolfram, Glas und Keramik. Wir brauchen nur einmal Wolfram finden. Das heißt, wir müssen den Planeten abchecken. Das bei uns findest du das hier nicht. Nach diesen Absturzresten. Okay. Zwei Autos, zwei Richtungen. Okay. Geht doch nie wieder zurück. Warte mal eben, hau nicht so schnell ab. Nein, ich habe mir mein Moped bloß angeguckt. So. Ich habe die Taschen soweit leer. Das ist ja noch voll bei dir. Das Energie. Ja, gut, okay. Dann könnte man den Teleporter freischalten, wenn du den findest. Mhm. Genau. Lagerplattform hast du auch. Verbinder hier lassen. Was? Verbinder werde ich hier lassen. Ja. Du hast auch eine neue Ausklappplattform bei dir drauf. Könntest du auch noch nicht. Den muss ich ausladen. Den nehme ich nicht mit. Das ist Quatsch. Den lasse ich natürlich noch eingepackt. So, habe jetzt keine Verbinder mehr bei, sondern nur die Batterien. Ja. Ja, die willst du ja verbrauchen. Die halten ja jetzt auch nicht ewig. Wenn du die direkt auf dem Traktor sitzt, verbrauchst du die auch wirklich. So. Ein Stück nach vorne. Perfekt. So, du hast auch schon einen eingepackten. Der ist sehr gut. Einen eingepackten. Weißt du, hier, Plattform für hinten. Falls du brauchst. Ich habe zwei, weil ich habe die eine gerade entladen voll. Na dann. Also müssen wir jetzt das größere Shuttle bauen, damit wir zu zweit auf den anderen Planeten kommen. Müssen wir jeden Schrott und jede Absturzstelle abchecken. Ja, das kann dauern. Mhm. Ja, so ist das nun mal. Warum? Ja, ich sammle aber zwischendurch immer diese kleinen Schrottdinger ein. Ich weiß nicht, ob die uns irgendwann vielleicht sogar glücklich machen. Weißt du, solltest du den Schredder bauen. Können wir den denn? Ja, müsstest du lernen. Hast du den nicht gelernt, den kleinen? Weißt du, was der kostet? Da steht da doch. Da war doch irgendwas. Das haben wir nicht. Schredder. Und falls das Spiel so unentwickelt ist, dass man jetzt mit dem kleinen Shuttle der eine vorfliegt, der eine lockt sich aus, der andere lockt sich ein. Sowas machen wir nicht. Es gibt die Möglichkeit, ein größeres Shuttle zu bauen. Das tun wir auch. Stimmt das? Mhm. Aber ich habe eine andere Frage. Andi, komm mal mit. Komm mal schnell wieder nach Hause. Gerade wegen den Schredder. Mittlerer Schredder kostet zwei Eisen. Das haben wir noch nicht. Aber mir fällt gerade was ein, dank Tipp aus der Regie. Das ist auf jeden Fall gelernt. Ja, okay. Dank Tipp aus der Regie. Wir können doch auch im Habitat zusammen drin hocken. Ja, im Habitat. In der Basis. Ich vermute, weil der Tipp kommt aus der Regie, wir können auch garantiert zusammen in der Shuttle einsteigen. Wir brauchen keine zwei Sitze. Okay, aber ich habe hier gerade Schrott gefunden. Das sollten wir definitiv mal ausprobieren. Das ist okay, aber so Glitching oder so würden wir nicht machen. Zumindest nicht, solange es anders geht. Oder sehe ich das falsch? Nö. Dann müssten wir uns einen Traktor bauen und den mitschleifen. Starten, verlassen, starten, ja. Hier ist wieder einer abgestürzt bei uns. Okay. Oh, zwei sogar.
Müssen wir nur den Sauerstoffmacher mitnehmen. Oder wir bauen die tragbaren Sauerstoffmacher. Und gucken mal, ob die genauso gut sind wie der große. Dann braucht man keine Verbindung. Weißt du, was ich meine? Sauerstofffilter. Kleiner Kanister. Haben wir den jetzt gelernt? Nee, haben wir gar nicht gelernt, ne? Wo war der denn? Wo war der? Ich liebe diese Ordnung in dem Spiel. Kleiner Sauerstofftank. Tragbarer Sauerstoffmacher. Der kostet uns 10.000 Punkte. Und Mao braucht Nanokarbonlegierung. Das kannst du knicken. Also wir können keinen Sauerstoffmacher bauen. Kann man denn mit dem Habitat wieder abheben? Nee. Müssten wir ausprobieren, einmal reinhüpfen in das Moped. Der hier kostet Aluminium und Keramik, der normale Sauerstoffmacher. Und nur 1800 Punkte, den habe ich direkt mal freigeschaltet. Moment. Alu. Keramik. Bis du wieder da bist, schmeiße ich den hier schon mal an. Ich bin da. Super, dann setze ich mal ins Shuttle. Mal gucken, ob ich mich auch dazu setzen darf. Wie im Habitat. Ich hätte gerne einen kleinen für den Rucksack, aber mal gucken. Dann setzen wir uns mal ins Shuttle. Und ich kann auch den Schrott weglegen. Hab ich gerade gemacht. Ja, dann setzen wir uns mal rein. Dann würde es nämlich funktionieren. Hockst die nieder? Nein. Nicht möglich. Also doch suchen. Naja, wir könnten einen Sitz, sagt die Regie, in das machen, wo der Sauerstoffmacher drin ist. Der müsste eh den Sauerstoffmacher auf der Tasche haben. Richtig, den musst du dann als Paket mitnehmen. Aber ich weiß nicht, ob man dann nicht beim Raumflug verreckt, irgendwie so. Ich habe da solo immer... Ja, stimmt, ich habe da nie einen Sauerstoffmacher. Ich habe da immer das große Lager drin gehabt. Okay, der Roversitz kann ich zwar einbauen, aber der gilt da nicht. Nur einen Shuttle-Sitz machen. Zack. Ups, das noch. Und das kann auch weg. So, den Sauerstoffmacher haben wir schon mal. Gucken wir mal nach dem... Sag mal, jetzt wo du jetzt das komische Ding da vorne dran hast, brauchst du da überhaupt noch Energie? Was für ein komisches Ding denn? Die Turbine da. Ja, ja, so ein bisschen. Die bringt nicht viel und nur wenn Wind ist. Großer Drucker, großer Drucker. Plattform. Ich glaube, das scheiß Ding musst du auch wieder noch lernen, ne? Was ist denn jetzt? Ein Sitz für Shuttle. Also der Rover-Sitz geht nicht, den habe ich gerade ausprobiert. Wo hat man jetzt das mittlere Ding gebaut? In dem großen Drucker. Nein, ich meine jetzt hier gelernt. Welchen Reiter? Schmelzofen, Handelsplatz. Wir haben die Sitz Rover-Sitz, aber der funktioniert nicht. Den hatte ich ja gerade drin. Ne. Ich kann mich zwar in dem reinsetzen. Zack, ist gar kein Problem. Vielleicht falsch benutzt? Nochmal. Boah, wie viele Verbinder hier rumgeimeln. Die müssen wir dann auf jeden Fall auch mitnehmen. Vielleicht falsch eingebaut. Kann man ja drehen. So.
Nein. Betreten. Jo, geht. Der war nur falsch rum drin, oder? Ich war weit zu weit weg. Okay, das würde also gehen. Wir könnten fliegen. Na, dann macht ihr das Sauerstoffteil. Hab ich schon. Hab im Rucksack sogar liegen. Na, dann hol die Verbinder. Genau, die würde ich auch die ohne Düsen mitnehmen. Brauchst du? Ich hab 4. Verbinder? Pakete. 4 glaube ich auch oder 3,5 oder wie auch immer. Was war das denn hier? Das ist. Hast du die Düsen? Die Düsen, nee, die habe ich hier irgendwo gesteckt. Hier sind sie. 3 Stück. Eine, die kannst du schon mal anbauen. Und ich baue noch eine. Ich glaube, ich habe eben noch irgendwo Hydrazin gesehen. Ne, leider. Doch, da ist noch. Ammonium meine ich. Dann baue ich lieber noch eine, bevor wir, wie ich damals einfach festhängen, weil wir zu doof waren. Nee, ich zu doof war. Ich will da nicht fliegen, will das Ding auspacken. Sauerstoffmacher, ja, ist richtig. Das ist ja cool, das Ding, die Paket hängst da rein und packst das dann aus. Ja, das ist wirklich cool. So, ich habe noch 3 auf. Alles? Ja, warte, ich gebe dir aber mal die Hälfte ab. Für den Fall der Fälle, weißt du ja? Ja, ich habe auch noch 3 Plätze frei. 1. So, ja, dann ist okay. 1 hast du dann wenigstens im Notfall. Gib mir die anderen. Ich habe noch nur 2 am Rücken noch, alles gut. Ich sehe 3 Päckchen bei dir. Das andere ist der Sauerstoffmacher. Okay. Den wir brauchen. Du fliegen. Ich sitze. Raus da, das ist mein Platz. Nö, warum? Du kannst fliegen. Nee, will ich nicht. Ja, ist ja egal, wir können beide fliegen. Ist egal, ich kann hier starten drücken. Ich möchte, dass du sicher sitzt. Sitzt du? Yes. Okay. Okay. Muss die Luke da dazu machen. Ah, Hilfe! Und danke an die Regie. Sonst hätten wir jetzt uns den Riesenakt gemacht und rumgesammelt. Oh, Scheiße. Bitte. Das ist ein kindgerechtes Spiel. Hittepim. So, jetzt, Ah ja, jetzt sind wir im Planetenumlaufbahn und können jetzt hier andere planetare Bereiche anstarten. Ich muss noch weiter starten. Und jetzt, wenn du wieder C drückst, siehst du das Sonnensystem. So, und da ist Vesana. Schwierigkeitsgrad Mittel. Primär Lithium, Titan, Wasserstoff, Argon, Stickstoff. Ich kann hier gar nichts drücken. Okay. Kann nur um die Kapsel alleine rumgucken. Primär habe ich. Primär. Lithium, Hämatit. Wolfram, Zinkblende ausgewählt. Und tschüss. Zinkblende haben wir zu Hause. Ja, aber da war gerade was anderes noch. Wolfram oder so habe ich doch vorgelesen. Ja. Gut. Und jetzt kann man sich nur hier. Nur deswegen. Jetzt kann man sich hier Startfläche aussuchen. Das sind so Blasen. Deswegen fliegst du nachher, ne? Ich suche gar nichts. Nee, nachher fliegst du mal zurück. Dann siehst du, wie die Mechanik ist mit dem Fliegen. Weil bis die Videos kommen, das kann mitunter noch ein paar Monate dauern. So. Ah ja. Raus aus der Kaffeemühle. Yep. Schmeiß mal den Sitz raus und mal. Das Raumschiff gibt mir Sauerstoff ohne Sauerstoffmacher. Wollt ihr mich veräppeln? Das braucht doch dafür einen Sauerstoffmacher. Dann wäre es sinnvoll, wenn wir die Düsen hier lassen, wa? Nicht. Also, ja, jetzt, wenn wir auf Tour gehen, ja, klar. Das ist aber ganz neu. Ich lege den Sauerstoff mal ins Schiff, aber entpacke den nicht, nur damit der nicht rumflappt. Mhm. Das ist aber neu. Du brauchst einen Sauerstoff. Hier, Dings da. Yay, anderer Planet. Was ist das? Ich habe hier eine Ressource. Boden direkt vor uns. Warten. Ach, ist nicht mehr da. Das war die Pflanze. Keine Verbinder dann. Wir haben nur die Verbinder gehen nicht? Nein. Aha, da müssen wir den Sauerstoffpacker auspacken. Okay. So, jetzt sollten wir Verbinder gehen. Oh. Ja, geht.
Okay. Na, dann ist das ja okay. Ich dachte, die hätten das so krass vereasied. Hier gibt es auf jeden Fall jede Menge Dinger zum Einsammeln. Ja, hab ich auch gerade gemerkt. Und Gemisch gibt's hier. Kannst du also jede Menge Verbinder nachmachen. Gemisch gibt's auch, okay. Ich habe hier sogar Harz. Denk dran, böse Pflanzen gibt's auch in dem Spiel. Also so richtig. Jaspisturm, was ist das denn? Was für ein Ding? Jaspisturm. Jaspis. Jaspis kenne ich irgendwo. Er sagt mir jetzt aber gerade. Jaspis ist das eigentlich irgendwie ein Stein. So ein, ja, genau, meine ich doch. Ich muss von mir kommen. Mache ich doch glatt. Besser als hier alleine rumzujuckeln. Nehme ich hier Misch zusammen, damit ich mir unterwegs noch Dingens machen kann. Ha. Kappen mal eingesteckt. Sag mal, warte mal kurz. Hier gibt es ja Biokraftstoff, ne? Wir haben keine Generatoren mit. Unsere Anzugsenergie wird irgendwann leer. Ich hab Batterien. Die gehen auch leer. Freizeitgegenstand, achso. Kannst du mir mal bitte meiner Generator Gemisch geben? Merci. Muss ich mir auch so ein Ding frickeln, ne? Solange du noch Batterien hast, ist alles okay. Japsit-Turm, Freizeitgegenstand. Nö, nehmen wir mal mit. Was? Hab mal eingesteckt. Okay. So, und jetzt sammle ich hier so ein bisschen Bioquark und dann ist das mir kein Problem mehr mit dem Strom. Was ist denn jetzt los? Ich hab noch mal irgendwas eingesammelt. So. Strom ist am Start. Weil sind überall Vorschieß. Mhm. Wir haben keine Sauerstoffleitung. Ach doch, du hast eine. Und wieder eine Energiezelle gefunden. Also hier. Okay. Batterie. Sei nicht so geizig, gib mal eine ab. War bloß so eine kleine. Ach so, so eine Wegwerf. Genau. Was bist du eigentlich hier? Kannst mir trotzdem eine geben. Wenn du magst. Was ist das? Wenn du den Blumen zu nahe kommst, machen die Pieks Pieks hier. Autsch. Und schon tot. Ach, bist du ein... Ja, nu. Der Packig... Ach nee, geht ja nicht. Fass lieber nicht an. Bin unterwegs. Bin im Schiff wieder gespawnt. Hm. Jetzt weißt du aber, was das für Blumen sind. Ich hab nicht wegen den Blumen gefragt. Nee, wegen was denn? Ah, ich brauch mal deinen Generator. Gleich. Geh weg, du. Wie geht denn der jetzt wieder weg? Also, verschwindest du? Ja, dann habe ich alles. Okay. Der will keinen Strom, ne? Nein. Ich glaube, der will leben. Bitte? Vielleicht will er leben. Hat jedenfalls dasselbe Zeichen. Ja, dann will er leben. Boah, stell mal hin. Kannst du da ansnippen? Nee, der Generator braucht nicht. Genau, da kommt das dann rein. Nee, das will er nicht. Gut, dann bleibt er hier. Vielleicht sollten wir in irgendeine Höhle gehen. Ja. Oder wir nehmen demnächst mal einen Traktor auf dem Rucksack mit, ne? Ein und den Sitz aus dem Raumschiff können wir ja den Sitz benutzen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Wir laufen hier gerade sehr planlos durch die Gegend. So ist das nochmal. Olli, wir machen den Weg frei. So. Hast du
Ja, cool. Das denn hier? Gold? Ne, das sind nur wieder Sammlis. Es wirkt schon ein ganz anderes Planetchen, ne? Finde ich cool. Oh. Achtung, ein Loch. Ein Gasir. Ein Pupsloch. Was sagst du da? Wie kommst du nur da drauf? Das Gemisch. Ah. Kriege ich den Tank voll, dann habe ich nämlich vollen Satz. Super. Jetzt pack dir nicht wieder den Rucksack mit allem möglichen Blödsinn voll, den wir auch zu Hause kriegen. Nein, nein, kein Platz mehr am Rucksack frei. Das ist Ammonium, das ist gut. Sieht zumindest aus wie Ammonium. Da ist eine Batterie drauf. Das ist ein Sauerstofffilter. Das ist kein Filter. Das, Sauerstofffilter, so wie ich sagte. Verbrauchbarer Sauerstofftank. Okay, ich bin festgebuckt. Im Autoreifen. Oh lol, das hat mich gekillt. Jetzt nicht, ne? Ne, ich sagte, ich bin festgebuckt. Das Auto hat mich erschlagen. Immer mit Profis. Ja, pff. Ich sag jetzt nichts dazu. Ich nehme mal das Auto von deiner Leiche runter. Klemmst du immer noch im Autoreifen? Nee. Sag jetzt nichts dazu. Auch nicht, wer mir das Auto jetzt gerade auf den Kopf geschmissen hat. Ich garantiert nicht. Nee, weil Heiliger Geist. Ja klar. Aber dieses Ammonium und so, das kriegen wir ja auch zu Hause. Sind ja hier wegen der einen Ressource da, ne? Gab doch hier so eine Art Planetenerklärung. Gute Nacht. Die Ferne geht unter. Schlafe schön. Baut wieder schöne Sachen. Verschwindet der Rucksack? Habe ich irgendwas vergessen? Der ist noch nicht verschwunden. Irgendwas vergessen. Nö, jetzt ist er verschwunden. Jetzt ist er weg. Was ist das denn jetzt hier? Haben wir da mal gekickt? Ammonium, alles klar. Ihr brummtet so komisch. Ja, mal vorsichtig runter. Hui, Poink. Und tot. Nö, die kann da einfach so vorbeistiefeln. Du bist doch eine Cheaterin. was ist das denn hier bitte? Ach so, das. Der will Energie, haben alle beide. Ich habe einen Reaktor mit. Und ich gehe mal gucken, was da oben ist. An. Was bist du? Zinkblende. Haben wir zu Hause. Jupp. Vorschi. Der nächste will auch Energie, okay. Also schon mal anschließen. Ach, der will High Energie. Der kommt mit dem ein bisschen nicht klar. Der hat kein Batteriezeichen auf Tanker. Warte mal.
Aber erstmal, es geht jetzt lang genug. Wir erforschen hier weiter. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.